Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Mir hat es heute gelangt, ich habe heute einfach mein Büro zugemacht und habe mir gedacht, hey komm, machst du einen Kaffee heute im Wald, da ein bisschen Waldbaden, weil man hat ja festgestellt, Waldbaden erhöht das Immunsystem um 50%. Also coole Sache. Was will ich heute sagen? Erstmal, was bei mir so los ist. Wir leben in einer verrückten Zeit und momentan ist es auch bei mir. Ihr merkt, die Videos kommen unregelmäßig, je nachdem wie es zeitlich hingeht. Ich bin teilweise 60 Stunden die Woche beim THW, dann bin ich mal wieder ein paar Tage daheim. Da will ich ein paar Infos dazu geben. Dann, was YouTube momentan mit den ganzen Krisenvorsorgekanälen macht. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Auch hier will ich euch kurz sagen, was bei den ganzen Kanälen so los ist momentan. Und dann ist mir vor allem eure Meinung wichtig. Ihr müsst mir helfen, was ihr demnächst Videos sehen wollt. Magst du ein Video über das böse C? Sagt jeder, mich eingeschlossen. Oh, ich hab die Schnauze voll davon, ich kann es nicht mehr hören. Magst du was anderes? Was soll ich denn machen? Und das würde mich interessieren. Wer es also Ideen hat, ab in die Kommentare, aber da kommen wir später noch dazu. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Also was ist bei mir momentan gerade los? Also mal privat, meine Firma ist ja nach wie vor dicht. Bayern ist ja eine Woche später dran wie die anderen. Und nächste Woche könnte ich wieder aufmachen, aber da habe ich eine ganze Woche THW, aber da kommen wir gleich dazu. Ich mache hauptsächlich Baufinanzierung, das wisst ihr, und momentan haben die Banken alle Kriterien massivst erschwert. Das heißt, überhaupt nur Finanzierung zum kriegen ist momentan, ja, da muss schon gut sein. Also so easy wie vor 2-3 Monaten, die Zeiten sind vorbei. Die Zinsen sind gestiegen, also es ist für mich, wird es nicht leicht, wenn es wieder losgeht. Mal schauen, wie es ist. Dann natürlich THW. Ich habe ja teilweise 60 Stunden die Woche beim THW verbracht. Wir haben halt hauptsächlich dafür da, damit alle Krankenhäuser, Ärzte, Pflegedienste, ambulante Pflegedienste halt Schutzausrüstung kriegen. Wie FFP-Masken, OP-Masken, Handschuhe und, und. Und da haben wir teilweise, ich glaube, letzten Samstag, glaube ich, waren wir mit 25 Mann im Einsatz. Also das ist ganz schön heftig und wir haben jetzt immer so wochenweise Schicht. Ich bin dann nächste Woche wieder komplett dran, von Samstag angefangen bis Freitag. Und den nächsten Samstag drauf übernimmt dann wieder die andere Gruppe. Aber es gab sogar einen schönen Artikel über uns von der Feuerwehr. Und es kommt ja auch selten vor, dass Feuerwehr was THW schreibt. Wir haben also 2700 Liter Desinfektionsmittel, 6100 Schutzanzüge, 1,5 Millionen Schutzhandschuhe, 2850 Schutzbrillen und 280.000 FFP2 und OP-Masken bereits verteilt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Arzt sagt, ich brauche 20 FFP2-Masken, 100 Handschuhe und. Und wir dann quasi aus den großen Päckchen das alles klein kommissionieren. Wir machen die ganze Lagerhaltung fürs Landratsamt. Also ja, da ist nicht ohne. Und dann, wie gesagt, der THW und Feuerwehr fahren das Teil aus an die Verteilerstellen und die verteilen es dann weiter. Also das ist echt, hätte ich nie gedacht, wie viel Arbeit so ein Lager machen kann. Vor allem, wenn dann irgendwas reinkommt und du weißt überhaupt nichts davon. Plötzlich steht der Lastwagen da und sagt, ich habe 20 Paletten für euch. Und du denkst dann, okay, wo stellen wir die hin? Naja. Also das ist, was momentan bei mir so zur Zeit los ist und deswegen kommen natürlich die Videos unregelmäßig, weil auch zwischendrin gibt es mal wieder einen Alarm, wo wir dann im Mehrleid wieder brauchen kurzfristig. Das heißt, so geregelte Arbeitszeit habe ich momentan einfach nicht. Und deswegen kommen auch die Videos derzeit so unregelmäßig. Die Woche habe ich wieder ein paar Tage frei, deswegen kommt das dritte Video diese Woche. Was tut denn YouTube gerade momentan mit den ganzen Krisenvorsorgekanäle? Die hauen die richtig alle nach unten. Also ich habe letzte Woche mit Mr. Togi, toller Kanal, wer noch nicht gesehen hat, gebe euch mal unten den Link, gesprochen. Der hat gesagt, das ist Wahnsinn, meine Videos werden immer angeschaut, ich kann machen, was ich will. Dann sage ich, mir geht es momentan genauso. Und dann habe ich mir ein paar Mal angeschaut und bei ihm war es wirklich so, die meisten waren so Anfang März, haben wir alle vernünftige Zahlen noch gehabt und seitdem ging es bei Airfans, also minus 75% von der Woche vom 9. bis 16. und von 2 Wochen drauf hat er dann schon 75% weniger Klicks gehabt. Dann habe ich beim Christian geschaut, auch ein toller Kanal, Prepper Fox Austria, kann ich euch auch noch empfehlen, da waren es 50% weniger. Ich habe dann sogar mal beim Survival Martin reingeschaut und der Survival Martin hat auch 50% weniger. Und auch bei mir war die erste Märzwoche sehr gut.
Und die letzte Märzwoche, oder eigentlich schon die erste Aprilwoche, also noch einen Monat später, hatte ich um 85% weniger Klicks. Ich hatte also Tage dabei, da habe ich weniger Klicks gehabt als damals mit 1500 Abonnenten und jetzt habe ich knapp 20, noch nicht ganz 20.000. Also, zuerst habe ich gedacht, es liegt an mir, aber es liegt tatsächlich an YouTube. Und der Spitzenreiter ist der Marc. Marc Bernhard ist ein Bundestagsabgeordneter, da war ich letzte Woche bei ihm auf einem Livestream, da hat er mich eingeladen, eben als THW-Praktiker, und der hat tatsächlich minus 95%. Also doch eine ganze Menge. Das ist echt krass, wenn man sich das so anschaut. Dann kann ich euch empfehlen, schaut nicht nur auf die Startseite, sondern schaut in die Abo-Feeds, weil da haben von einigen Kanälen, die ihr abonniert habt, die Videos drin, und ansonsten entscheidet YouTube, was ihr anschaut. Und das kann es eigentlich nicht sein. Was mir aufgefallen ist, es werden tatsächlich Abos gelöscht. Ich habe jetzt einige E-Mails gekriegt und auch Kommentare, die gesagt haben, das Abo von mir war verschwunden. Und dann habe ich mal bei mir reingeschaut und tatsächlich von manchen Kanälen sind meine Abos einfach gelöscht worden. Also keine Ahnung, was YouTube da momentan vorhat, aber ich entscheide immer noch selber, was ich gerne anschauen möchte und nicht YouTube, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es genauso. Ich habe 64 Abos letzte Woche verloren oder diese Woche und davon waren nur 24 durch die Videos, was ganz normal ist, und wo die anderen 50 herkommen, ich weiß es nicht. Also immer wenn es bei mir wieder hochgeht, dann werden wieder welche gelöscht. Gut, klar, manche deabonnieren, das ist auch klar, aber okay. Also es geht aber nicht nur mir so, sondern die anderen haben das gleiche Problem. Und das finde ich echt ganz schön heftig, muss ich sagen. Brennt schon, geht also echt flott. Und jetzt gibt's Kaffee, juhu! Das Ding habe ich halt umfunktioniert als Wasserbehälter. Und das Coole ist, den Kaffee gibt es aus meiner neuen Kuxa. Vielen Dank an Volker von Waldvolk, der mir die mitgeschickt hat. Finde ich cool. Bin mal echt gespannt, wie da der Kaffee draus schmeckt. Also ihr seht, die Voraussetzungen sind momentan Spitzenklasse und du musst dir echt überlegen, was magst. Magst Vollgas weiter und schaust, dass das alles wieder normal wird oder nicht, oder magst halt nur so nebenbei ein bisschen was und lässt das halt mal laufen, bis alles wieder normalisiert. Das ist eine Frage, und vor allem, du weißt ja gar nicht, was für Videos soll ich momentan bringen. Ich glaube, die meisten von euch geht es wie mir, wenn irgendwas über das böse C ist, ich kann es einfach nicht mehr hören mittlerweile. Und wenn ich was über das Mexican Beer mache, dann kriege ich 300 Mal den gleichen Kommentar, wo auf irgendein Video verweist, wo einer irgendetwas gesagt hat, was zwar vielleicht schon wieder 4 Wochen alt ist, was überhaupt nicht mehr, was schon lange überholt ist, aber trotzdem, und da hast du einfach wenig Bock drauf. Und darum möchte ich wissen, was euch interessieren wird. Was würdet ihr denn gern, was ihr an Videos machen sollt? Ich habe mir ein paar Sachen vor, die habe ich mir aufgeschrieben, die ich machen möchte, und vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was euch davon am besten gefallen hat. Weil dann tue ich mich natürlich leichter. Ich habe schon einiges geskript, aber vielleicht habt ihr auch noch eine gute Idee. Also wer Ideen hat, ab in die Kommentare. Also was ich machen möchte, was ich auch schon geskript habe, ist über die App, die jetzt kommen soll, die tatsächlich von Apple und Google ins Betriebssystem mehr oder weniger eingebaut wird. Das ist die Frage, wird das eine Zwangs-App? Sieht dann der Staat, wo ich bin? Also da gibt es einiges zu diskutieren, das werden wir wieder ein Mitdiskutiervideo, haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Dann habe ich auch zum Beispiel Notnahrungsvergleich. Einfach mal so die gängigen Notnahrungen, NG5 und wie sie alle heißen. Was bringen die, was kosten die, was ist das Beste, von dem man wer hat, welche Vorteile. Auch das habe ich schon geskript. Dann, wir haben momentan alle mitgekriegt, die Autos fahren weniger, die Werte in die Städte werden aber deswegen nicht besser. Ist doch komisch. Und seit der CO2-Steuer, seit die da ist, hat man von dem Thema nichts mehr gehört. Dann, was von einer Seite auch kommt, wie beginne ich zum Beispiel jetzt die Krisenvorsorge, wenn ich neu bin? Was sind die 5 wichtigsten Dinge? Mir liegt ein internes Papier vom Bundesinnenministerium vor, das ist VSNFD, also Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch eigentlich, aber es ist mittlerweile an die Öffentlichkeit gelangt, sie haben es auch zugegeben, dass es von ihnen ist. Und auch, ich hätte gesagt, ein paar Corona-Videos hätte ich tatsächlich nur im Angebot. Eins mit dem Titel, ist die Grippe in Deutschland doch gefährlicher als Corona?
oder nicht. Es gibt hier ganz viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich weiß gerade nicht, ob ich mir das antun soll, das Video zu drehen. Also schreibt es uns in die Kommentare, wenn es euch interessiert. 10 Dinge, die ich im Shit-Hits der Fan-Szenario als erstes machen würde, kam übrigens auch von euch. Habe ich auch schon fertig geskript. Gefällt mir ganz cool, weil es hat mich selber interessiert. Dann natürlich Outdoor-Videos, logischerweise. Da habe ich auch ein paar Untersachen, zum Beispiel meinen Rucksack von Highlander. Möchte ich euch mal vorstellen, den habe ich jetzt seit einem halben Jahr im Gebrauch und muss sagen, bin echt sehr begeistert davon. Dann, weil wir gerade beim Rucksack haben, wie organisiere ich meinen Rucksack, wie mache ich meinen Rucksack leichter? Auch da habe ich ein paar schöne Tipps. Dann Wasserfilter, mal so ein Vergleich und welches Wasser kann ich denn eigentlich trinken oder nicht? Ich immer nur, ja, dann hole ich mir so einen Soja Mini und dann kann ich aus dem Rhein raus trinken. Wo es mir, wo ich mir denke, oh mein Gott, kann man natürlich machen, aber dann ist man halt krank. Auch Thema Blackout habe ich noch einiges im Angebot, was ich machen könnte. Da habe ich immer nur die Studie. Was passiert, wenn ein Blackout wirklich passiert, kann er passieren. Dazu kommt auch das Thema Energiewende, warum es nicht funktionieren kann. Also schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, ob es euch von diesen Videos was gefällt oder ob es vielleicht ganz eine andere Idee hätte. Würde mich sehr freuen, weil dann weiß ich, was interessiert euch und was interessiert euch eben nicht. So Leute, das war ein kurzes Update von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin jetzt echt gespannt auf eine Kommentare. Bin echt gespannt, was euch interessiert. Was euch vielleicht nicht interessiert, könnt ihr mir auch unten reinschreiben. Würde mich auch freuen, weil dann weiß ich, was ich gar nicht erst drehen brauche. Das ist viel einfacher für mich. Gut, falls euch gefallen hat, natürlich Like nicht vergessen. Und wer abonniert hat oder wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Und am besten mit Glocke, weil dann kriegt ihr auch jedes Video mit. Und das empfehle ich euch für jeden Kanal, den ihr abonniert habt. Weil sonst kriegt ihr eben viele von den Videos, die wir machen, gar nicht erst mit. Ist leider so momentan. Das war's wieder von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kimberg. Pfiat euch.